Meinst du, ich lass mich für dumm verkaufen oder was? Ich sehe das doch ganz genau, was du vorhast. Meinst du, ich lass mich da drauf binden wie ein Schwein? Million in der linken Backentasche. Und ihr meint direkt, ihr könnt da so ein Theater rausmachen oder was? Ich meine, lass mich doch hier nicht für dumm verkaufen. Das ist. Ich lass mich doch nicht von dir zur Schlachtbank führen wie im Mittelalter oder was? Ich meine, wo sind wir denn hier? Wegen so einer kleinen Läsion, ja? Ich hab dem extra gesagt, ich komme, wann ich möchte. Ich bestimme die Konditionen. Ja, was denn? Ich bestimme die Konditionen, habe ich gesagt. Wegen einer Läsion in der Backe, wegen des Aufschlitzens durch den Weisheitszahn. Meinen die, die können mich jetzt hier zur Schlachtbank führen wie Rindvieh, ja? Ich meine, ihr müsst euch doch mal hinterfragen. Überlegt doch mal, warum euch die Leute weglaufen und nicht mehr zu euch kommen. Ich meine, wer will das denn? Wer will das denn? Durch die Gegend gekarrt werden wie das letzte Stück Vieh, das letzte Stück Schwein. Wer will denn sowas? Das ist eure gängige Reaktion. Den Leuten den Rücken zuwenden, ja. Und hinterrücks kommt der Dolch. Es ist immer das Gleiche. Am Anfang sagen sie dir, wir respektieren deine Würde. Ja, deine Würde, sagen sie. Und dann stehen sie auf und wenden sich von dir ab und drehen dir den Rücken zu. Es ist immer das gleiche Prozedere. Punkt 1, in Sicherheit wiegen. Vertrauen erwecken wollen. Punkt 2, dieses Vertrauen nach und nach zersetzen. Dritter Punkt, zur Exekution schreiten. Und da glaubt ihr noch, ich mach das mit. Ja, da sehen wir's doch, bravo, da sehen wir's doch. Punkt 3, nicht wahr? Exekution. Ja, und was soll das jetzt? Diese Bahn führt nicht zu mir. Ja, wieso denn nicht? Und jetzt holen Sie mich doch nicht. Also, wenn man sich nicht mal mehr darauf verlassen kann, dass die einen holen, wenn sie so tun, als würden sie einen holen, dann ist ja überhaupt nichts mehr.
Ich verlange, dass sie mich holen kommen. Nein, das verlange ich natürlich nicht. Aber sie sollten es tun, damit ich... Wenn man sagt, man kommt mich holen und man kommt mich nicht holen, dann kann ich das nicht nachvollziehen. Hier, los, kommt! Na, wo bleibt ihr denn? Hier bin ich doch! Jetzt karrt mich doch weg! Na, wozu denn die Umschweife? Los, direkt zum Richtplatz! Ich bin doch hier! Ich tu doch nichts, ich wehr mich doch nicht! Ich bin doch bereit! Ich bin doch bereit! Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich mich hier von Ihnen abtransportieren lasse, oder? Von mir? Sie erwarten ernsthaft, dass ich mich von Ihnen abtransportieren lasse? Wohin denn? Sehe ich so aus? Ja, wohin? Zum Richtplatz. Welchen Richtplatz? Es ist doch immer die gleiche Leier bei Ihnen. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Punkt 3 ist das hier. Oder etwa nicht? Was ist Punkt 3? Sagen Sie mal, warum machen Sie das eigentlich mit mir? Was mache ich mit Ihnen? Ich meine, was habe ich denn getan? Rechtfertigt das Prozedere, was Sie jetzt hier abspielen? Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Sie wollen mich doch jetzt hier abtransportieren mit diesem Ding. Nein. Nein? Nein. Wie kommen Sie darauf? Sie wollen mich doch damit abtransportieren. Nein. Wie kommen Sie darauf? Das weiß ich nicht. Sie wissen das nicht? Nein. Nein. Warum beschuldigen Sie mich? Es tut mir leid. Ich
Ich weiß auch nicht. Es tut mir leid.